Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront, aber heute machen wir auch eine weitere Real-Life-Story, deswegen ist das Ganze hier auch nachkommentiert und mal nicht so während des Spielens. Tja, und das wird auch die erste Real-Life-Story sein, wo ich dann mal was erzähle, wo Alkohol im Spiel war. Warum habe ich das überhaupt so lange rausgezögert? Da gibt es natürlich irgendwo mehrere Gründe und zwar, erstmal ist es schwierig darüber so zu berichten, weil man hier irgendwo ein bisschen Verantwortung trägt, zumindest ist es mein Gedanke, auch wenn manch anderer das vielleicht nicht so sieht, die hauen hier einfach Sachen raus und so, schalten das alles auf 12 und was weiß ich, also für alle frei zugänglich. Ich bin da irgendwo so ein bisschen anders und mal gucken, ihr könnt ja auch gerne Feedback geben, von wegen am Ende dann sagen, nee, das ist mir zu krass mit den Stories oder so, ich habe heute extra eine seichte oder so eine relativ harmlose genommen, wo jetzt nicht großartig irgendwas Tolles passiert, also so überkrasse Sachen. Ich denke mal, Leute, die häufiger feiern gehen oder sowas, haben das schon mehr erlebt, als das, worüber ich heute rede. Aber egal, man hat halt irgendwie Verantwortung, man hat beeinflussbare Zuschauer, die sind ja auch nicht alle unbedingt super alt, von daher muss man immer gucken, dass man die Inhalte so anpasst, ne? Und man hat vielleicht auch dann in diesen Stories hier halt Sachen gemacht, die man so in einem anderen Geisteszustand so nicht gemacht hätte vielleicht, ne? Aber die Hauptsache ist eigentlich der Darkseid, der hat einfach immer diese Ansagen gemacht, so von wegen, ja, hier, erzähl doch auch mal deine Alkohol-Stories und bla bla bla. Du bist doch bestimmt dann so einer, der nackt auf den Tischen tanzt und bla 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 bla. Da habe ich mir gedacht, das kannst du aber auch nicht irgendwie auf dir sitzen lassen die ganze Zeit, weil nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber ich muss halt sagen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das hier relativ ungerne mache und das muss man halt mit Vorsicht genießen. Ich bin eigentlich dem Alkohol unglaublich positiv eingestellt, was jetzt nicht unbedingt vorbildlich ist in diesem Bereich wahrscheinlich. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich der überkrasse Alkoholiker bin oder so ein überkrasser Alki bin und jeden Tag irgendwie trinke oder jedes Wochenende mich übelst wegballer. Aber, naja, ich würde behaupten, ich bin positiver dem Alkohol eingestellt als manch anderer oder als der Großteil der Leute in Deutschland so. Und ich muss auf jeden Fall sagen, jeder soll hier selber irgendwie schauen und differenzieren, ne? Ey, was erzählt der da so? Was kann ich machen? Man ist ja auf jeden Fall niemals gezwungen oder man ist niemals cooler dadurch, dass man irgendwie Alkohol trinkt oder so. Auf keinen Fall lasst euch das nicht einreden. Das ist nicht irgendwie mit Gruppenzwang, man ist der Krasseste oder so ein Scheiß. Jeder soll da seine Erfahrung selber machen. Wenn man irgendwie vielleicht einmal Alkohol ausprobiert hat und sagt, ach nee, nie wieder, dann ist das auch voll in Ordnung. Ist vielleicht auch besser so. Naja, egal. Das war jetzt so das Vorwort. Ich weiß, es war relativ lang gezogen, aber egal. Wir fangen jetzt auch an mit der Story. Also. Und zwar muss ich da wieder so ein bisschen ausholen. Es geht wieder darum, dass ich in meiner eigentlichen Heimatstadt war, also in Niedersachsen, irgendwo im Bereich von einer Stunde in der Umgebung von Hannover. Ich sag immer noch nicht meinen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Niemals, den findet er nie heraus. So, und da ist das so, das ist so ein, ja, 50.000 bis 60.000 Einwohner Stadt. Und da ist dann immer so eine richtig, richtig große Party. Und zwar ist es so ungefähr alle 3 Monate, ja, immer im Quartal einmal. Ich kann den Namen, glaube ich, nicht nennen von der Party, weil dann würde man rausfinden, wo ich wohne. Von daher nenne ich das jetzt einfach immer nur richtig große Party. Das ist in so einem richtig riesengroßen Gebäudekomplex und wie gesagt, das ist halt alle 3 Monate, ist relativ exquisit. Auch gar nicht so günstig da und so weiter. Das ist auch schon etwas länger her, dass ich jetzt diese Story erlebt habe. Es muss so um 2010, 2011 gewesen sein. Und auf jeden Fall gibt es da halt viele Dancefloors und so weiter. Und übrigens, diese Party, um die dreht sich, also wenn ich das hier weitermachen sollte mit diesen auch Stories, wo dann Alkohol vorkommt, da drehen sich sehr viele Stories um diese Party. Was wir da nicht alles erlebt haben, ist überkrass, ey. Da waren wir so häufig, wirklich. Und jedes Mal ist irgendwie was Neues rausgesprungen. Naja, das war halt schon so ein Event. Jedenfalls war das da so, dass, wie gesagt, das ist relativ exquisit und relativ teuer. Da musste man auch relativ schick und sowas hin. Und wie man das so macht als Schüler ohne Einkommen, trinkt man dann natürlich vor. Was heißt das? Man holt sich dann da mit seinen Kumpels harten Alkohol, trinkt das vor, um dann möglichst wenig im Club zu bezahlen. Natürlich muss man auch so das versuchen wegzuschauspielern, dass man dann vielleicht nicht mehr in den optimalen Geisteszustand ist, dass man dann auch reinkommt. Ne? Man darf dann natürlich nicht die übertriebenste Alkoholleiche sein vor dem Türsteher. Und den noch irgendwie gerade in die Augen gucken können, den Perso rausholen können, musste man schon noch können, ne? Ist ja nicht so, dass man da einfach so reinkommt. Naja, jedenfalls war das eigentlich schon so alles. Da ist dann auch einer von unseren Kumpels, der ist dann da hingefahren, der Typ, der eigentlich häufig gefahren ist. Zum Glück, ich will nämlich nie fahren irgendwie. Also wenn es um sowas geht, kann ich überhaupt nicht nüchtern irgendwo reingehen. Nee, das geht gar nicht. Und
dann war das dann halt, der Abend ist eigentlich so verlaufen wie immer, ne? Man hat da halt getanzt und so weiter, hat da ein bisschen was getrunken, hat da Spaß gehabt. Jedenfalls war es dann auch irgendwann vorbei. Zumindest für den Typen, der gefahren ist. Und weiß ich nicht, 4, sage ich jetzt mal. Ich weiß die genauen Zeiten, weiß ich leider nicht mehr. Ich sag jetzt einfach mal 4. Oder halb 4 oder sowas. Hat dann gemeint, ja komm, ja, wir gehen jetzt, bla bla bla. Und da habe ich auch irgendwie so gemeint. Und ein anderer Typ auch, ne? Ich und mein Kumpel so, nee Mann, lass noch hier bleiben, das ist voll cool grad. Hier, bla bla bla. Ne, und dann hauen die jedenfalls ab, ne? Wir bleiben da. Und das Dumme ist, ich wohne so, ja, 1,5 Stunden, sage ich jetzt mal, zu Fuß von da weg. Normalerweise waren wir auch immer mit dem Fahrrad da. Und danach war ich dann auch immer mit dem Fahrrad da. Und dann war es so, dass wir dann da halt noch so ein bisschen gedanced haben und ein bisschen Spaß gehabt haben. Und dann sind wir halt irgendwann auch ab nach Hause. Und weil halt mein Kumpel, wie gesagt, gefahren ist und der war schon weg, mussten wir halt zu Fuß gehen, ne? Dann waren das halt diese 1,5 Stunden Weg nach Hause, sag ich mal. Weil das ist halt auch nicht so direkt in der Stadt gewesen, sondern so ein bisschen außerhalb. Ich glaube, das ist auch eigentlich so ein Industriegebäude irgendwie in dem Bereich. Aber das ist trotzdem, das sieht richtig krass aus da drinnen mit dieser Party. Egal. Jedenfalls, sind wir dann da nach Hause unterwegs und irgendwann trennen uns sich auch unsere Wege, weil wir wohnen jetzt nicht direkt nebeneinander, der Typ, von dem ich jetzt erzähle und ich. Dann trennen wir uns so und da war es dann halt auch schon irgendwie locker so 5, sagen wir 5 Uhr war es da, ne? Dann sind wir da so nach Hause unterwegs und jedenfalls, jedenfalls war ich dann übertriebenst am Arsch und müde und weiß nicht, und dann hatte ich so keinen Bock mehr zu gehen. Dann sehe ich, da ist so eine Bushaltestelle. Mann, ist das peinlich. Dann sehe ich, da ist so eine Bushaltestelle und da lagen auch so Zeitungen rum, ne? Und diese Zeitungen, achso, es war übrigens so Sommer, ne? Also ich bin da im Hemd rumgelatscht. Und es waren, da lagen so Zeitungen an dieser Bushalte rum. Also so richtige, die dann der Zeitungsausträger irgendwie wohl. Das war dann immer so ein Bündel, da waren dann wirklich die Tageszeitungen drin, so 20 Stück übereinander gestapelt und das war dann so verpackt in so ein Plastikding, wahrscheinlich damit das irgendwie nicht Nässe zieht. Weil dieses Plastik, dieses Papier von der Zeitung zieht ja wahrscheinlich richtig gut Nässe an. Jedenfalls war das dann da immer so verpackt. Und da lagen dann, weiß ich nicht, 5, 6 Stapel davon rum, keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, Alter, du könntest dich jetzt schon kurz da hinlegen. Und dann habe ich da sind ja bei der Bushaltestelle immer so 2 Sitzplätze oder 3 Sitzplätze. Und dann habe ich mir daneben so diese Zeitungsstapel so hingelegt, dass das so ungefähr so eine gerade Fläche ergibt. Und habe mich dann da einfach so hingelegt. Jedenfalls dann so die Beine angewinkelt. Ich war noch nicht so dumm, ne? Ich war ja nicht so dumm. Und denke mir dann so, ja, könntest ja nicht ausgeraubt werden, eventuell, wenn du hier einpennst, ne? Jedenfalls habe ich dann so die Beine angewinkelt. Die waren dann so gesehen gegen die Scheibe gedrückt von der einen Wand von der Bushaltestelle. Mein Oberkörper lag jetzt so, weiß ich nicht, bis zur Brust irgendwo so auf diesen 2 Bänken, also auf diesen 2 Sitzplätzen. Und der Oberkörper sonst so ab der Schulter und der Kopf und sowas lagen dann auf diesen Zeitungen. Dann habe ich noch irgendwie so meine Hände so in die Hosentaschen gesteckt. Das war dann auch so gestreckt natürlich, also wenn man, also gespannt. Wenn man die Beine so anwinkelt, ist das ja gespannt, ne, dass man dann mir nicht irgendwie in das Handy abziehen könnte oder das Portemonnaie abziehen könnte oder sowas. Habe ich dann natürlich alles dran gedacht, so smart wie ich war oder wie auch immer nicht. Jedenfalls denke ich mir eigentlich, ich habe eigentlich wirklich nur gedacht so, okay ey, du hast jetzt irgendwie die ganze Zeit abgedanced da drin, irgendwie so, weiß ich nicht, gefühlte 5 Stunden oder sowas. Bist dann noch jetzt nach Hause gelatscht, so 40 Minuten ungefähr von da aus. Also ich war dann ungefähr auf Hälfte des Weges. Und dann denkt man sich so, ja komm, irgendwie, weiß ich nicht, legst dich da kurz hin und machst so ein Powernap oder sowas. Oder ich wollte eigentlich gar nicht wirklich pennen. Eigentlich nicht. Aber ich habe das trotzdem aus Vorsicht gemacht. Und dann bin ich da halt eingeschlafen, ne? Und dann kommt irgendwann so, weiß ich nicht, wie spät es da war. 7? 6? 6:30 Uhr, sowas rum, kommt dann halt dieser komische, Posttyp da, also dieser Zeitungsausträger-Typ. Und der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist das für ein abgefuckter Penner? Aber der hat irgendwie krasse Kleidung an, ne? Also das muss so ein komischer Kontrast gewesen sein. Weil dann liegt da so ein Typ so richtig schick angezogen, so im edlen Hemd und sowas. Vielleicht auch so ein bisschen zerknittert, weil, naja, ne, ist halt, das kommt halt so davon. Aber so richtig schick gemacht auf jeden Fall. Aber so liegt so, liegt da so auf dieser Bushalle wie der letzte Penner und schläft da einfach. Es ist unfassbar. Und jedenfalls weckt er mich dann da so auf. Der war auch zum Glück ganz nett. Aber ich glaube, der hat sich auch einen abgelacht darüber, bestimmt. 100 Pro. Und ich bin dann auch so voll verballert und so, ja, was denn? Da habe ich auch irgendwann gemerkt, so, oh scheiße, du liegst ja auf dieser Bank, ne? Das merkt man ja auch relativ schnell, wenn man so merkt, hä, du liegst irgendwie echt komisch eingeengt hier, ne? Was ist denn hier los? Warum kannst du deine Beine nicht strecken? Na, jedenfalls bin ich da aufgestanden. War schon peinlich, auf jeden Fall. War schon peinlich, die Begegnung mit dem. Dann bin ich halt aufgestanden, da ging es halt auch wieder, ne? Wie gesagt, ich habe da so eine Stunde gepennt. Alter, war ich müde, Mann.
Und bin dann nach Hause gelatscht, die ja, 40, 50 Minuten, die ich noch latschen musste. Das ging dann auch wieder und dann habe ich irgendwie zu Hause natürlich nochmal weiter gepennt, irgendwie bis Nachmittag. Das wäre auf jeden Fall die Story so mit dem Schlafen. Ansonsten jetzt andere Story. Und ich hätte eigentlich jetzt noch zwei. Also ich hab mir gerade überlegt, das mache ich vielleicht zu diesem Schläfer-Part, zum Schlafpart. Und ich habe zwei und ich merke, aus Fehlern lernt man nicht. Also ich hatte mal sturmfrei. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich hatte mal sturmfrei und da hatte ich dann, also sturmfrei heißt, dass meine Eltern nicht da waren. Ich war da so um die 19, muss ich gewesen, 18, 19, sowas muss ich gewesen sein. Und meine Eltern waren nicht da. Wer das nicht weiß, meine Eltern sind beide Lehrer. Und die waren dann halt, hatten Osterfan oder Herbstfan, ich weiß es nicht mehr. Waren zumindest im Urlaub und ich war allein zu Hause. Tombi allein zu Hause. Und ne, dann macht man das so, dass man dann seine Kumpels da einlädt. Und wir haben auch so eine, ja, wir haben eigentlich ein recht großes Haus, wo ich gewohnt hatte. Und da haben wir dann so gesehen, so eine Art Hobbykeller und da kann man dann auch raus auf eine Terrasse. Ist eigentlich ganz cool, so für so in Klammern Party-Sachen. Und dann haben wir uns da immer getroffen, bla bla bla, waren dann einfach bei mir im Keller. Haben dann da auch was getrunken, wie, ne, also man hat das schon ausgenutzt, sagen wir es mal so. Jedenfalls habe ich dann natürlich, und das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, bin ja nicht so doof, ich mache hier die Hauspartys, die riesengroßen oder sowas, wo ich dann 20 Leute einlade und die zerdeppern mir alles zu Hause und ich bin der Gearschte. Ne, ich habe dann immer nur meine Kumpels natürlich eingeladen. Und war dann halt auch so, dass wir dann relativ eine kleine Gruppe waren. Ne? Sagen wir es so, wir waren eine kleine Gruppe, sagen wir mal so 4 bis 6 Leute und haben dann da halt so den Abend auf uns zukommen lassen, sagen wir mal so. Und jedenfalls der eine kam dann an so, ja, hier in der Stadt, da ist die überkrasse Party heute, bla bla bla, ich habe gehört, da gehen alle hin und das ist so geil, da es wird so krass. Dann hat er uns da so voll überzeugt, dass wir da hingehen, ne? Und das war so eine halbe Stunde ungefähr weg zu Fuß von mir. Wir waren dann auch schon wieder gut dabei, haben dann gesagt, ja klar, gehen wir hin. Dann sind wir da hin, ne? Und lass mich lügen, da war es vielleicht dann 11, als wir da waren, ne? Und da war so eine Scheißparty, die war so beschissen. Die war so abgrundtief beschissen, fand ich. Wirklich, da lief so die letzte Rotzmusik irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wieso meine Kumpels das dann noch so einigermaßen ausgehalten haben. Vielleicht, ich weiß auch nicht, woran es genau gelegen hat. Weiß nicht, zumindest hat es mir da überhaupt nicht gefallen. Keine Ahnung. Und ja, dann habe ich halt irgendwie so um, weiß ich nicht, ich sag mal so um 1 oder sowas, habe ich dann schon gesagt, ja, nee, ey, das ist voll scheiße hier, lass mal wieder gehen. Und die dann so, ja, nee, lass noch kurz bleiben und hier, bla bla bla. Die wollten jedenfalls bleiben, ich wollte gehen. Das war dann so der Konflikt da bei uns. Jedenfalls habe ich dann den dummen Fehler gemacht und das mache ich häufig. Ich bin dann so einer, der sagt sich so, ey, ich will den Abend nicht enden lassen, ich will, dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht. Da habe ich ewig viele Stories davon, wo ich so Fehler begehe, die ich dann im Nachhinein denke, so, ah, hätte man vielleicht nicht machen sollen. Hätte vielleicht mal lieber hier den Schlussstrich ziehen lassen sollen, so. Aber ich mache das nicht. In dem Moment bin ich übertrieben selbstsüchtig, sage ich jetzt mal, auch wenn das irgendwie vielleicht das falsche Wort ist. Und sagt mir dann so, ja komm, das muss noch weitergehen, das muss noch weitergehen. Und sagt mir dann so, ja komm, lass doch noch zu mir, da können wir auch noch was machen, lass mal da Mucke aufdrehen, meine Eltern sind eh weg, bla bla bla, drehen wir da noch Musik auf, haben wenigstens richtig geile Musik und so. Weil wir haben auch alle so ungefähr, sage ich mal, den gleichen Musikgeschmack dann. So, also man kann sich zumindest gut einigen, sagen wir es mal so, bei den Leuten. Und also es kommt immer drauf an, wer alles da ist, ne? Aber da war das zumindest der Fall. Und dann war es jedenfalls so, dann sage ich denen so, ja komm, dann lass noch zu mir. Die so, nee, wir wollen noch bleiben, bla bla bla. Noch so zwei Stunden. Ich so, nee, habe ich keine Lust drauf. Dann sage ich so, ja, wenn ihr dann einfach kommt, dann kommt einfach noch zu mir, ne? Und das war so der Fehler, warum habe ich das gesagt? Dann habe ich denen echt gesagt, die sollen noch zu mir kommen. Jedenfalls bin ich dann nach Hause. Man kann sich denken, es ist so 1:30 oder sowas, als ich da war, sage ich jetzt mal. Da habe ich gepennt. Um 3 oder 3:30 oder sowas klingelt es natürlich unten. Die machen Sturmklingeln und alles. Und ich dann so voll tot. Aber wirklich sowas von tot. Ich habe, wie gesagt, ich war da auch schon gut dabei mit dem Alkohol. Und ey, das ist so schlimm, wenn du so Alkohol trinkst und dann schläfst du nur so 2 Stunden vielleicht. Und dann musst du wirklich wieder aufstehen und weitermachen. Ich meine, als ich da nach Hause gelaufen bin bei der anderen Story, das ist dann so eine Sache, da weißt du so, okay, in 30 Minuten ist vorbei, ne, dann ist alles wieder gut. Aber da war ich so am Arsch, ey, weil wir machen dann auch schon lange, ne, dann ist irgendwie Samstagabend, man ist 18, 19, kann auch mal bis 6, 7, 8 oder sowas gehen. Also bis das Licht wieder an ist, draußen, bis die Sonne dann wieder scheint, ne. Jedenfalls, oh mein Gott, war das schlimm. Bin ich dann da aufgestanden, mach den auf und dann, ich hab das schon gemerkt, mein Kopf war einfach so tot, er wollte einfach nur noch schlafen, 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 wir schlafen, schlafen. Und ich bin da so und denke mir so, oh nee, Mann, ich kann nicht mehr.
Jedenfalls will ich dann auch meine Kumpels natürlich nicht hängen lassen. Es ist so auch, dass ich denen blind vertrauen würde. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich muss wach bleiben, damit die hier nicht irgendwie Scheiße bauen. Nee, Mann, ich würde denen auf jeden Fall blind vertrauen. Die hätten da nichts kaputt gemacht oder so. Aber ich wollte halt, wie gesagt, ich wollte auch wieder mitmachen. Und dann habe ich irgendwie alles versucht, um da wach zu werden. Ich hatte jetzt auch kein Energy im Haus, weil ich bin jetzt auch nicht übelst dem Energy so gut eingestellt, sage ich jetzt mal. Und damals war das auch noch so die Zeit, da war sowas wie Monster oder was es auch alles gibt, Rantless, keine Ahnung, nicht so krass populär. Und das gab es da gar nicht in den großen Mengen und so weiter oder so groß verteilt wie heute. Sondern da gab es eigentlich im Grunde nur so Flaschen-Energy, der dann richtig eklig schmeckt. Und Red Bull, was einfach abnormal teuer ist, was ich nicht kaufe. Und dann sitze ich da so und denke mir so, Alter, wir müssen jetzt wach, ne? Kaffee trinken ist auch Quatsch irgendwie, wenn da alle um dich rum irgendwie... Oder du trinkst auch den ganzen Tag irgendwie Softdrinks mit Alkohol oder Alkohol so und dann trinkst du dazu Kaffee. Das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung, da mit Milch und so. Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwie immer versucht, mich wach zu halten. Aber ich war so tot, ich war so der übelste Zombie. Und das wäre eigentlich das dazu. Also von daher, ey, wenn ihr sowas macht, dann macht auf jeden Fall nicht den Fehler. Und macht noch mal weiter, wenn ihr schon irgendwie ins Bett geht, dann geht ins Bett und steht da nicht irgendwie nach 2 Stunden wieder auf. Genauso gleicher Fehler. Genau der gleiche Fehler dann ein paar Jahre später im Studium. Oh mein Gott, im Studium, ja, im Studium. Und da war es dann so, dass mein bester Kumpel so gesehen dann nach Heidelberg gekommen ist, wo ich studiert hatte. Und der hatte da auch einen Kumpel oder ich hatte da so gesehen einen Kumpel. Und dann waren wir bei dem auch so eine Art Hausparty. Und dann war es so, ja... Ich musste am nächsten Tag in die Uni, ne, und die alle nicht. Die hatten alle sich freigenommen, weil die waren dann arbeiten zum Beispiel, oder hatten halt auch Uni, aber irgendwie später oder sowas. Und es war eigentlich Semesterbeginn, das heißt, es ist eigentlich die erste Stunde. Und im Gegensatz zu dem, was man so denkt, die erste Stunde ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Es ist aber immer der Punkt, wo man so diese ganzen Daten bekommt, ne, von wegen, ja, ihr müsst das im Übersemester machen und das und dies. Und dann meldet euch mal in die Gruppen an. Hier ist der Zugangsschlüssel fürs Online-Ding, dass ihr die Vorlesungen online mitverfolgen könnt und sowas. Und wenn man da nicht da ist, dann ist man immer so, muss man immer hinterherlaufen und alles irgendwie nachfragen und das ist richtig scheiße. Jedenfalls war Semesterbeginn und dann war da noch so die Party, weiß ich nicht, am Montagabend oder sowas, weiß ich nicht, Dienstag, es war, ich weiß nicht, welcher Wochentag es war. Jedenfalls waren wir da bei ihm und meine Güte, haben wir auch getrunken und alle gehen pennen, nur mein bester Kumpel nicht, dann, also der gekommen ist extra nach Heidelberg. Ich nicht und das eine Mädel. Ey, und meine Güte, Mann, sind wir da lange wach geblieben. Irgendwie auch bis 6 oder sowas. Und ich bin dann irgendwie um 8 zur Uni, ich war so tot. Ich saß da auch so tot rum. Da habe ich natürlich dann Kaffee getrunken vorher, aber es hat überhaupt nichts geholfen. Mein Kopf dann auch so die ganze Zeit. Geh schlafen, warum bist du hier, geh schlafen. Ey, das war so schrecklich. Ich habe dann das noch so aufgeschrieben, was der so gesagt hat, das Wichtige. Und danach habe ich natürlich dann auch das Bett aufgesucht und bin pennen gegangen. Ey, meine Fresse, war das schlimm. Aber es hat sich voll gelohnt, der Abend war super. Von daher ist das immer eine bessere Erfahrung als das vorher mit dieser anderen Party da. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, die beiden letzten Stories waren jetzt eher so meine Erfahrungen und nicht unbedingt super lustig oder sowas wahrscheinlich. Aber die erste Story fand ich doch schon ganz gut, von der Witzigkeit her. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, jetzt erstmal diese ganzen harmlosen Stories abgegrast. Ich habe auch noch ganz, ganz viele andere von so harmlosen Stories. Irgendwie mit zum Beispiel Polizei oder sowas. Ja, hört sich jetzt erstmal krass an, aber nee, ist es nicht. Und anderen Erlebnissen. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mir gerne Feedback geben, weil das ist das Wichtigste. Wie ist denn das? Wollt ihr solche Stories mehr hören? Oder lieber irgendwas, wo es jetzt nicht vielleicht um Alkohol geht, wo ich meine Stories hier nicht so bedacht erzählen muss, sondern vielleicht ein bisschen ausschweifender? Oder darf ich sie denn ausschweifender erzählen? Oder sollte ich hier doch auf meine Wortwahl achten? Ich weiß es nicht. Zumindest könnt ihr mir das gerne schreiben, ob ihr das alles unzensiert wollt oder doch so eine Art, ja, geschönte Version, sage ich jetzt mal. Aber naja, das war's auf jeden Fall mit diesen Stories. Wie gesagt, schreibt bitte euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und tschüss.